Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Freitag. Heute wird es ganz viel um Musik gehen, aber vorab habt ihr hier erstmal den Gewinner des Loot Raider Gewinnspiels. Herzlichen Glückwunsch an dich. Schreib mich bitte am allerbesten über Facebook an, ansonsten klar über die YouTube-PN-Funktion. Bis spätestens nächsten Freitag, solltest du dich bis dahin nicht gemeldet haben, werde ich leider nochmal neu losen müssen. Und ja, also vielen Dank für all eure Einsendungen. Ich muss sagen, also da waren teilweise echt Bilder dabei, da dachte ich so, oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Also das habt ihr wirklich echt total super gemacht. Also deshalb mache ich das eigentlich auch voll gerne, wenn ich ein Gewinnspiel mache, sozusagen mal was, weil ich finde, dass ich wirklich sehr viele talentierte Zuschauer habe, ganz ehrlich. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Teilnehmen. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt, denn das nächste Gewinnspiel sollte eigentlich definitiv diesen Sommer losgehen. Ich weiß nicht genau wann. Also prinzipiell habe ich zwei geplant, aber ich weiß noch nicht ganz genau, ob beide wirklich klappen werden. Eins auf jeden Fall, das andere, das weiß ich noch nicht. Und meine Haare sehen, glaube ich, ganz komisch aus. Zum eigentlichen Thema, und zwar Musik. Heute haben wir ja Freitag, den 13., was für viele eher so ein Tag ist, so von wegen, ist es alles scheiße. Und ich denke mir immer so, what the fuck? Es ist nur Freitag der 13., was soll's? Also ich bin zwar so ein bisschen esoterisch veranlagt, aber ich glaube nicht, dass der Tag irgendwie, weiß ich nicht, von schlechten Dingen, dass dieser Tag nur Schlechtes mit sich bringt. Tut er auch nicht, denn heute wurden zwei Alben released. Das Beste kommt zum Schluss. Wir fangen erstmal an. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr mich so einschätzt. Ich hätte mich selber nicht so eingeschätzt. Und zwar, Lana Del Rey hat ja jetzt ihr neues Album rausgebracht, Ultra Violence. Und anfangs konnte ich überhaupt nichts mit ihr anfangen. Ich fand ihre Stimme irgendwie voll komisch und überhaupt so die Musik, das war irgendwie alles voll strange. Aber nachdem ich mir dann doch mal die Zeit genommen habe, also beziehungsweise zuallererst hatte ich ja von ihr Dark Paradise gehört und es war so, und dann plötzlich so, oh, das ist ja tatsächlich ganz gut. Und habe mir dann auch komplett Born to Die angehört und dachte so, okay, eigentlich ist das Album voll geil. Und ja, Ultra Violence kam mir jetzt heute raus. Ich habe es mir bisher nur einmal komplett angehört, das Album. Aber ich muss sagen, es ist nicht schlecht, aber leider nicht so geil wie Born to Die, finde ich. Also es hat nicht dieses, wie soll ich sagen, hat nicht so einen krassen Ausdruck, finde ich, wie das Vorgängeralbum. Aber wer Lana Del Rey mag, der wird gewiss auch Freude mit dem neuen Album haben. Also es ist halt nicht schlecht. Es gibt ja so ein paar Tracks, die finde ich sogar sehr geil. Also gerade Shades of Cool fand ich sehr gut. Black Beauty gefiel mir auch sehr gut. Noch eins, der Name fällt mir nicht ein, der steht jetzt hier und ich glaube, da war noch ein anderes, der steht jetzt auch hier. Die ganzen Namen konnte ich mir jetzt noch alle nicht merken, aber ja, als kleiner Tipp, wer ihre Stimme mag, holt es euch. Und dann freuen sich ja vielleicht sogar schon ein paar darauf, denn ihr kennt ihn ja alle. Der gute Miu hat ja jetzt endlich sein erstes Album, The Dark Piano Volume 1, Creepypasta Music, veröffentlicht auf Bandcamp und iTunes ist es aktuell. Es wird aber noch auf Amazon und Spotify. War Spotify? Ich glaube ja. Veröffentlicht. Alle Links, wo ihr das herbekommen könnt, etc., findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, da habe ich jetzt eben auch erstmal instantly, als ich nach Hause gekommen bin, natürlich reingehört. Und man hört so einen krassen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für alle, die Miu nicht kennen, er macht düstere, instrumentale Pianomusik, also nicht immer reines Piano, manchmal auch mit anderen Sounds. Also das Album wird es erstmal nur als Download zu kaufen geben, aber er plant wohl eventuell, je nachdem wie sich wohl der digitale Release verkauft, auch eine physische Kopie zu machen und darauf hoffe ich sehr, weil ich weiß nicht, also wenn ich so Musik habe, die ich total feiere, dann will ich das so zu Hause in meinem Schrank stehen haben und das anhuldigen können. Nein, Quatsch. Nee, aber ihr könnt euch auch die ganzen Tracks, also auf jeden Fall auf Bandcamp, ich weiß nicht, wie es auf iTunes ist, da habe ich nicht nachgeguckt, auf jeden Fall auch schon mal voraus anhören und ich muss sagen, oh Gott, gerade, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Windsrack oder Windsrack, aber ich glaube, es heißt Windsrack. Die neue Version von 2014 ist so geil geworden. Als Bonustrack, es gibt noch einen zweiten Bonustrack, dazu sage ich nichts, ihr könnt euch den natürlich selber jetzt anhören. So genial. Und man hört auch richtig, dass er da nochmal einfach was verändert hat. Also es sind nicht dieselben Tracks, also klar, schon irgendwo dieselben Tracks, aber nicht qualitativ dieselben, die ihr jetzt quasi auch auf Soundcloud runterladen könntet. Wenn ihr euch das Album kauft, kriegt ihr im Übrigen
das Artwork in hoher Qualität zur Verfügung, das im Übrigen von der Mimi ist, die ja wie heißt es, meine Avatare gezeichnet hat und von der ich ja auch in meinem Banner oder in meinen Bannern eigentlich ja noch Artwork benutzen durfte. Dann kriegt ihr sogar noch die, wie heißt es, die Piano-Sheets, die Noten kriegt ihr dazu, plus, ich weiß jetzt nicht gerade, wie viele es waren, aber noch weitere dazu, die noch nicht released worden sind. Das heißt, wenn ihr selber die Stücke spielen wollt, habt ihr da auf jeden Fall noch die Möglichkeit, das nach Noten zu machen. Und das heißt, ihr kriegt also echt so ein Mega-Paket an wirklich großartiger Pianomusik. Und ja, im Übrigen, der Mew wird morgen live online sein um 12 Uhr unserer Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt es einen Livestream, was wohl alles, wenn ich das jetzt auch wieder richtig auf dem Schirm habe, mit einer Aktion zusammenhängt, von der ich auch noch erzählen wollte. Ich weiß, die meisten, die werden sich jetzt hier für Let's Plays interessieren. Es geht jetzt eher um die Creepypasta-Geschichte. Und zwar hat der gute Mr. Creepypasta, der größte Creepypasta-Leser, sowohl Amerika als auch weltweit, eine Aktion ins Leben gerufen. Und zwar die Aktion United. Ich hatte das getwittert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber in den USA ist leider eine Person, wie soll ich sagen, oder waren es mehrere? Ist auch egal. Es waren, glaube ich, mehrere. Es sind diverse Leute. Ich glaube, es waren Schüler, Studenten, Jüngere auf jeden Fall. Auf die Idee gekommen, doch jemanden umbringen zu wollen, um den guten Slenderman zu summonen. Um ihn. Wie heißt denn das? Wie bei Yu-Gi-Oh! Wenn ihr wen beschwört. Beschwören, heraufbeschwören. die haben sich gedacht, dann können wir doch den guten Slenderman heraufbeschwören und werden dann quasi, wie soll ich sagen, so seine Art Handlanger. Also der Person, die angegriffen worden ist, die umgebracht werden sollte, ist nichts passiert. Also beziehungsweise sie hat es auf jeden Fall überlebt. Und der gute Mr. Creepypasta hat halt die Aktion United ins Leben gerufen, um Geld beziehungsweise Spenden zu sammeln für die Angehörigen der Betroffenen. Was in meinen Augen wirklich eine großartige Aktion ist. Einfach um zu zeigen, okay, es geht hier nicht darum, dass sie Geschichten erfinden, die Realität sind, sondern dass es einfach um pure Kreativität und den gemeinsamen Austausch von Horrorgeschichten geht, mehr nicht. Und ja, wenn ihr das irgendwie unterstützen wollt, ihr könnt zum einen spenden. Ich verlinke euch auch wieder alles weitere in der Videobeschreibung. Ihr könnt zum einen selber spenden, aber ihr könnt auch einfach den Stream gucken und spendet damit automatisch. Also die ganzen Geld-Werbeeinnahmen, die da reinkommen, die gehen dann auch direkt an die Familie. Zuallererst ist jetzt, es dürfte jetzt auch aktuell sein, dürfte jetzt Mr. Creepypasta zu sehen sein. Ich glaube um 21 Uhr oder war es noch später? Kann auch sein, dass es um Mitternacht war. Mr. Creepypasta Junior ist dann zu sehen und wie gesagt, morgen um 12 Uhr der gute Mew. Also es ist ein 24-Stunden-Stream. Und wenn ihr dann halt, wie gesagt, das unterstützen wollt, also ich werde auf jeden Fall reinschauen, macht es einfach. Und wenn ihr Englisch versteht, ist es noch besser. Ja, diese drei Sachen wollte ich euch quasi ans Herz legen. Ein bisschen Musik und eine kleine positive Aktion. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, da ich immer selbst auf der Suche nach guter Musik bin. Was habt ihr aktuell so für Musikempfehlungen? Und das ist auch wirklich komplett, also ihr könnt jedes Genre nennen quasi. Also ich bin da mittlerweile einfach so open-minded, ich höre mir eigentlich alles an und wenn ich merke, okay, es gefällt mir, dann gefällt es mir halt. Oder aber, wenn ihr den Mew schon kennt, könnt ihr mir mal gerne schreiben, was eigentlich so euer liebster Track von ihm ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Covers, also wirklich nur seine eigenen Stücke. Das würde mich mir auch interessieren. Wobei ich da eigentlich schon so eine Vermutung habe, was so die liebsten Stücke sind. Ich bin gerade am Überlegen, was ist eigentlich meiner? Also ich glaube, mit einer meiner Liebsten ist definitiv auch Wine's Wreck. Und Obsessions ist auch mittlerweile einer der. Den finde ich echt super. Der ist richtig gut. Aber gut, Leute, ja, das war's für heute von mir. Morgen gibt's im Übrigen, nee, Quatsch, übermorgen, dann ist Sonntag, eine recht lange Creepypasta von mir, habe ich zumindest geplant. Falls ihr, wobei ich denke, die meisten werden davon wissen, aber wer immer noch nicht meinen Creepypasta-Kanal kennen sollte, ich versuche jede Woche ein Video hochzuladen. Es geschieht nicht immer, leider aus zeitlichen Gründen. Es ist halt super aufwendig. Es ist einfach viel aufwendiger als Let's Play. Von daher, ich habe auch so dermaßen Respekt vor gerade so Mr. Creepypasta, der voll das krasse Programm hat und voll viel immer hochlädt. Hut ab. Wie gesagt, ach so, ja, wer Englisch versteht, ihn unbedingt mal auschecken. Ich muss sagen, er hat eine großartige Stimme. Wirklich großartig einfach nur. Und ja, das war's für den heutigen Freitag. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende.
Falls ihr WM guckt, viel Spaß. Ich glaube, heute spielen, was war das? Holland gegen Mexiko. Mich interessiert es nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich verstehe diesen Hype nicht. Aber ich glaube, das muss ich auch nicht. Von daher, ja, wie gesagt, kommt gut ins Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns auch nächsten Freitag wieder. Also bis dann.